Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von IT-Trick. In dieser Anleitung möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr die Symbole hier unten in der Taskleiste stapeln könnt. Wenn die Symbole hier zu viel Platz wegnehmen, wenn ihr davon zu viele habt und die alle im Blick halten möchtet, dann könnt ihr die ganze Sache hier stapeln und wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Als erstes drückt ihr die Windows-Taste, gebt RegEdit ein, dann öffnen wir den Registrierungseditor, bestätigen die Warnmeldung mit Ja. Und jetzt braucht ihr folgenden Pfad, den haben wir hier oben schon eingegeben. Den findet ihr in der schriftlichen Anleitung, wenn ihr den braucht. Einfach nur kopieren und einfügen hier oben. Dann seid ihr direkt im richtigen Verzeichnis. Dann klickt ihr den Binärwert Settings doppelt an. Dann braucht man den Wert von der Zeile 28 hier und FE. Das heißt, wir klicken hier auf die 02 einmal doppelt drauf. Und jetzt könnt ihr den Wert einfach durch Eingabe auf eurer Tastatur ändern. Standardmäßig steht er auf 01. So wären die Symbole hier nebeneinander angeordnet und wenn ihr das Ganze auf 02 stellt, mit Doppelklick einfach die 02 eingeben, mit OK bestätigen, dann werden die Symbole übereinander angeordnet. Dazu müsst ihr aber noch vorher einmal neu starten, damit die Änderungen wirksam werden. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Ich bin damit raus und sage bis zum nächsten Video.